Hurra! Der letzte Teil! Hallo und herzlich willkommen bei Ulrich allein zu Haus. Tag 11, der letzte Tag, wo ich jetzt allein bin. Auch der letzte Tag für so ein Video. Ja, ich werde dann wie üblich meine Routine heute machen. Das wisst ihr ja selber. Das ist eben halt das Blöde. Man hat wirklich so einen Trott drin. Aufstehen, frühstücken, Internet checken, wie auch immer, oder halt lesen. Dann gehst du wieder raus, räumst ein bisschen auf, machst deinen Aufwasch, deine putzt ein bisschen die Wohnung, dann gehst du eine Runde zocken, dann du guckst auf die Uhr, okay, Zeit zum Feuern, dann gehst du wieder Mittagessen kochen oder zocken, na gut, vorher vielleicht nochmal zocken oder irgendwas machen, dann kochst du dein Mittagessen, dann gehst du wieder zocken, gehst wieder raus oder einkaufen oder Vormittag, das ist halt immer so ein gewisser Trott, den ihr habt. Aber das hat auch seinen Vorteil, wenn man so einen Trott hat. Man hat sich dann zum Beispiel, also ich habe mir dann angewöhnt, ich stehe auf, mache mein Zeugs, wenn ich alleine bin, und dann gehe ich aufräumen. Nach dem Frühstück gleich ein bisschen aufräumen, außer das Arbeitszimmer. Das muss ich dann heute noch in Angriff nehmen, dass das dann wieder ordentlich ausschaut. Ja, das ist eigentlich wie so eine halbe Abstellkammer bei uns. Mag ich eigentlich auch nicht. Wird heute wieder tipptopp, blitzeblank gemacht. Ja, das war es dann schon. Es waren 11 Tage. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war das noch spannend, interessant. Man hat jeden Tag was anderes gemacht. Und so mit der Zeit muss ich ehrlich gestehen, ich sollte auch mein Frühstück nebenbei machen, damit es nicht zu lang wird, gehen einem dann doch die Ideen irgendwo aus. Also ich mache das, wie gesagt, mehr oder weniger spontan. Das weniger steht oder sagt eigentlich aus, dass man wirklich da hingeht und sagt am Tag, okay, das kann ich machen, jenes kann ich machen und das zeige ich euch. So, also im Prinzip hat man im Hinterkopf dann doch schon irgendwo ein kleines Skript, so wie die großen Firmen, die dann bei ihren sozusagen Reality-Shows, das sagt ja schon, Show oder ja, so Reality-TV, auch mit Skript arbeiten, anders geht es das nicht. Das sind ja auch Schauspieler und Stars. Ja, gut. Beim gestrigen Video, das war auch ziemlich lang, da bitte ich um Entschuldigung. Es wäre eigentlich noch länger gewesen. Ich hätte noch so einen Haufen Zeug zu erzählen gehabt. Jetzt mache ich schon mein Brot, aber gar nicht mein Käffchen. Also ich hätte da so einen Haufen zu erzählen gehabt. Das glaubt ihr gar nicht. Ich habe einen Teil weggeschnitten. Ich mache jetzt erstmal den Kaffee warm. Kaffee warm. Den Kaffee mir fertig, damit es nicht zu laut ist. Und dann kann ich ja euch noch ein paar Takte erzählen. Gell? Wieder vergessen, wenn ihr erstmal umrühren müsst. So, Käffchen ist fertig, Brot ist fertig, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, dass ich dann auch wegkomme. Also, was ich noch erzählen wollte, wie gesagt, das Video gestern war ja lang, es wäre aber noch viel, viel länger gewesen und ich habe ja einiges weggelassen und rausgeschnitten. Die Hörprobe wäre eigentlich noch viel länger gewesen, habe ich dann auch gekürzt und noch gewisse Themen, wo ich mich, sage ich mal, mehr oder weniger echauffiert habe, habe ich erst gar nicht gebracht. Was mich gestern wirklich sehr gestört hat, war eben halt wieder die Aussage über Krefeld. Da gab es ja das mit dem Zoo, ne, wo das Affenhaus leider abgebrannt ist und die Tiere verendet sind, dass man da gleich wieder sagt, danke ihr Idioten, ihr die geböllert habt, ihr Vollidioten, und Feuerwerkskörper abgeschossen habt, wegen euch ist das abgebrannt. Ja, gleich schon mal die Vorverurteilung, wie es ja halt heutzutage üblich ist. Ich meine, hätten die sich so aufgeregt, wenn es ein Altenheim gewesen wäre oder ein Kinderheim? Ich denke mal fast eher nicht. Habe ich den Verdacht, nur weil es eben halt Tiere waren. Was heißt nur? Es sind ja auch schließlich Lebewesen, ist okay. Was heißt das okay? Das klingt jetzt so banal von mir. Ne? Also ich bin da als Kind sehr gerne in den Tierpark gegangen, auch jetzt mal hin und wieder mal als Erwachsener und so. Aber ja, wie gesagt, ich fand es schon ein bisschen blöd. Also ich, in Hoyerswerda war ich als Kind sehr, sehr oft. Ist zwar nur ein kleiner Tierpark, aber da ist nie was passiert. Also normalerweise weiß ich auch so, man sieht zu, dass die Gemeinde oder die Gemeinden machen das eigentlich so, dass ja um den Zoo
wie soll ich sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Also man sieht halt zu, dass in der Nähe des Tores nicht geböllert und Raketen abgeschossen werden. So, deshalb war ich da schon sehr erstaunt, dass das gleich dort, dass sich dort eine Rakete hin verirrt hat. Ja, gut, hätte natürlich sein können, ohne Frage, aber dann im Endeffekt war das so irgend so ein chinesisches Lampion, was man so eben halt in die Luft schweben lässt. Und die sind ja eigentlich in Deutschland verboten, außer in Mecklenburg-Vorpommern, weil die Brandgefahr ja durch solche schwebende Laternen, Menschenskinder, ich kann jetzt nicht reden, Schluck Wasser habe ich nicht, trinke ich nochmal schnell einen Kaffee, weil halt durch diese Schwebelaternen ist ja halt die Brandgefahr sehr hoch. Vielleicht sollte man Mecklenburg-Vorpommern auch sagen, okay, verbietet das Zeug. Ja, man hat es ja gesehen, wie gefährlich das ist und vor allen Dingen so ein schönes Haus. Also wenn ihr im Zoo gewesen seid, ihr wisst ja so die Affenhäuser und so, oh, ach, wie nennt man das, wenn es wie so ein Urwald nachgemacht ist? Tropenhaus. Gott. Das ist schon schön und faszinierend. Ne? Und das ist wirklich schade, wenn dann sowas abbrennt. Und ihr wisst selber, die Kommunen sind mitunter ziemlich klamm, auch die Städte. Das dann wieder aufzubauen, das ist gar schwierig. Jetzt, einer hat gestern sogar schon aufgerufen für Spenden. Fand ich nicht schlecht. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich tue jetzt erstmal frühstücken, gehe meiner Sucht nach und danach fange ich an mit Putzen. Apropos Putzen, bei mir ist halt immer das Glück. Oder ich sag mal so, ich bin relativ gut erzogen, sodass ich meinen Müll recht schnell wegmache. Ne? Da brauche ich dann wirklich nicht so viel zu putzen. Krass, gell? Halt nur Staub wischen, bisschen Armaturen abwischen. Oh ja, hier muss ich mal ein bisschen entkalken. Aber das geht dann schon alles. So, ab zum Frühstückstisch. Bis nachher, Leute. Ne? Macht's gut. Hätte ich fast gesagt. Ich brauche jetzt meine Droge, mein schwarzes Gold. Auf jeden Fall ist heute mieses Wetter und ich kann jetzt anfangen mit Wohnung putzen. Naja, was heißt mies? Hochnebel. Kurze Zwischenbilanz, ich bin jetzt fertig mit dem Bad und dem WC, Gott sei Dank. Da habe ich schon mal das Wichtigste geschafft. Der Rest ist relativ easy, ist ja dann nur noch Staub wischen, Staub putzen, wischen, ja, wie auch immer, bisschen sauber machen und so. Das ist dann relativ entspannt, auch Staubsaugen. Bad und WC mache ich eigentlich ein bisschen ungern, aber muss halt sein, das gehört halt auch mit zu meinen Aufgaben. Was auch cool ist, meine Frau hat das mal gekauft, jetzt weiß ich den Hersteller nicht mehr. Das sind so Küchentücher, die gibt es auch so auf der Rolle, die sind wieder waschbar. Also das habe ich jetzt mal zum Spiegelputzen mitgenutzt. Überraschend gut dann beim Trockenputzen, Reiben. Ja, nicht schlecht. Jetzt gehe ich erstmal chillen und mache mal was ganz Merkwürdiges. Also, warte mal. Ja, ein paar halbe Stunde habe ich dann Zeit. Ja, das könnte ich dann machen. Genau das mache ich jetzt. So, der ältere Herr braucht jetzt wieder einen kurzen Chill-Modus zum Auftanken. Ja, ist halt so, ne? Männer allein zu Hause. Egal, gut. Da hat man ja wenigstens die Chance, auch mal was zu gucken, was man so nicht gucken darf, weil Interesse ist halt nicht da, ist okay. Also, ich habe jetzt bei Netflix was entdeckt. Das kann ich ja sogar schon mal hier ein bisschen anspielen. Vielleicht hört man das auch. Auf jeden Fall was mit Autos. Ich bin ja Fast and Furious Fan, ne? Das wisst ihr. Und jetzt bei Netflix habe ich durch Zufall halt entdeckt, dass es die neue Fast and Furious Spy Racer Serie gibt. Ja, Spy Racer oder wie es heißt. Ich habe den ersten Teil geschaut, den fand ich cool. Werde ich jetzt weiter gucken. Also habe ich heute früh erst entdeckt beim Surfen, mir gleich mal einen Teil reingezogen. Deshalb bin ich auch ein bisschen spät dran gewesen, aber ich habe die Zeit gut noch einarbeiten können. Ja, jetzt schaue ich mir noch einen Teil an und dann koche ich schon wieder Mittagessen. Boah, ist die Zeit weg. Aber die Serie finde ich cool, cooler als gedacht. Ja,
Da geht es eben halt um den Cousin von Toretto wohl irgendwie und die werden dann rekrutiert für einen Spionageauftrag gegen die Shifters. Nicht schlecht gemacht, ist zwar eigentlich für Kiddies gedacht, aber so Hardcore Fast and Furious Fans, die können das auch gucken. Also ich finde es cool. Geht schon los. Ich muss da schnell nochmal zurückspulen, damit ich das auch alles mitkriege. Wie voll cool. Ja, Leute, die Serie ist schon ganz witzig. Also man findet da sehr viele Elemente von Fast and Furious. Also da ist schon eine ganze Ecke mit dabei. Ne? Der Zug, die Tunnelfahrten hier so durch die mexikanische Grenze und sowas. Ist dann immer irgendwie ein bisschen mit eingearbeitet. Schon sehr lustig. Okay, ist halt gewöhnungsbedürftig, weil es eher auf Teenie-mäßig zugeschnitten ist oder Kiddie-mäßig. Ne? Naja, aber... schon ganz witzig, die Serie. Ich glaube, die gucke ich dann noch ein bisschen weiter. Ich habe ja schon 3 Teile durch. Aber jetzt wird es erstmal Zeit für ein bisschen Mittagessen. Dummerweise habe ich ein bisschen Pech gehabt. Ich wollte mir eigentlich das Geschnetzelte machen. Jetzt habe ich geschaut, jetzt ist die Paprika aber im Eimer. Normalerweise passe ich da auf und schmeiße es nicht weg. Na gut, dann entscheide ich mich einfach um fürs Mühlenfilet-Typ Hähnchen. Ja, das Problem ist eben halt, jetzt habe ich keine Pommes da. Reis passt jetzt nicht ganz, weil da fehlt mir irgendwie was. Ich wollte Reis, Paprika und das Geschnetzelte machen. Das mache ich dann morgen. Ja, und das heißt dann, morgen Vormittag einkaufen für mich. Und dann kann ich das machen. Also faktisch nochmal was typisch Mann zum Schluss. Die Dinger sehen so komisch aus. Ne? Okay, dann werde ich das mal jetzt machen. Ne? Mal schauen, wie es schmeckt. So, jetzt während des Anbratens riecht man schon, das könnte tatsächlich sowas wie Hähnchen werden. Ihr braucht ein bisschen Geduld natürlich, ist ja logisch. 4 bis 5 Minuten, ich weiß nicht, ob das dann, sollte man vielleicht ein bisschen schärfer machen, also sieht noch ein bisschen blass aus. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie es im Endeffekt aus, vom Geschmack her ist. Naja, schauen wir mal. Ja, so richtig begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, bin ich jetzt nicht von dem Zeug. Schmeckt ein bisschen komisch. Ich habe ja eh jetzt blöd, oder das ist eh bei mir blöd, weil ich habe ja jetzt kein, wie soll ich sagen, ich habe ja keine Kartoffeln, Reis hätte ich zwar da, aber ich habe jetzt keine Zeit, noch schnell wegzufahren, um was Passendes noch zu holen. Ich habe gerade einen Ofen angeheizt und wenn man da jetzt wegfährt gerade, ist scheiße. Dann hast du eigentlich umsonst gefeuert. Also werde ich das jetzt so machen. Ich nehme da was ganz Gemeines. Dann machen wir erstmal Ketchup. Meine Frau schimpft immer, wenn ich Ketchup nehme. Ja, da versaue ich faktisch das Essen immer. Na gut, 2 Scheiben Brot dazu und das Zeug, das wird schon irgendwie gehen. Mahlzeit. So, das war es jetzt dann von Ulrik allein zu Hause. Der 11. und letzte Tag. Ich muss hier hin und wieder mal hinten drauf gucken, was hier so passiert. Ich spiele noch ein bisschen Transportfieber. Und naja, fahre heute jetzt erstmal ein bisschen mit, weil machen kann ich jetzt gerade eh nichts. So, also wie gesagt, das war's schon. Auch heute kann ich euch eigentlich nicht so viel zeigen. Geputzt habe ich ja schon, gechillt habe ich auch diese Toretto-Serie. Finde ich wirklich echt cool. Ja, ich muss auch gestehen, ich habe auch She-Ra geschaut. Fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Ne? So. Ja, wie oller, desto doller. Oder hä? Oder bleibt man geistig ein bisschen zurück? Ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall hatte ich heute echt nicht so viel zu tun, auch im Arbeitszimmer, wo ich gedacht habe, das wäre schlimmer. Das war ruckzuck erledigt, da lag ja doch nicht so viel rum. Wahrscheinlich nur die Masse eben halt vom YouTube-Zeugs. Jetzt gucke ich wieder auf diesen blöden iPhone-Bildschirm. So, das war wahrscheinlich dann nur die Masse, die mich so irritiert hat, aber das war... ruckzuck erledigt. Mittagessen ging heute schief. Ja, irgendwas muss immer am Tag schief gehen. Ja, ja, fährt schön, gut. Und naja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr so viel zu erzählen. Auf jeden Fall war es eine interessante Zeit.
Mir fiel auch auf, wenn ich so die Zwischensequenzen gemacht habe, mein blödes S, das kommt immer wieder mal durch diese riesen Zahntücke davon. Das war manchmal zu schnell, zu heftig, so dass man Augenkrebs kriegt. Also gestern fiel es mir ganz besonders dann auf, bei dem gestrigen Video abends dann. Beim Schneiden denkt man, okay, 2 Minuten, das muss runter, zack, 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 auf 30 Sekunden. Und man vergisst dann eigentlich im Endeffekt die Geschwindigkeit, die dann dabei rauskommt. Also dieses Unruhige, weil das wirkt dann sehr unruhig. Also das nehme ich für mich mit. Mein Bruder hat dann auch schon mal mit mir geschimpft. Was heißt geschimpft oder mich ja kritisiert oder ja Kritik übt. Ja, gut, ich war im ersten Moment dann auch etwas eingeschnappt. Das hat er auch gleich gemerkt. aber er hat im Endeffekt hat er recht, weil manche Grimassen und Aussagen hätte ich mir vielleicht sparen sollen, wenn es so Richtung bezogen Ehefrau ging oder so. Ja, da könnte man tatsächlich noch ein paar auf den Deckel kriegen, ne? Wenn sie es denn sieht. Oder dann sieht. Also das ist dann nicht ohne. Also da muss ich sagen, okay, da passe ich für die Zukunft vielleicht besser auf. Vielleicht mache ich sowas überhaupt gar nicht mehr. Weil eigentlich mache ich sowas nicht. Warum ich das diesmal mal so gemacht habe, weiß ich nicht. Ja, um Abonnenten zu kriegen oder so, ne? Nee, also das war wirklich einiges spontan. Und dann ist ja auch so, ihr merkt auch selber so Richtung Schluss hin, geht einem die Puste aus. Am Anfang denkt man noch, okay, dann kannst du zeigen, wie du Computer spielst, was du für Fernsehsendungen guckst, wie du aufräumst, wie du aufwischst, was du kochst, wie du putzt und wo du unterwegs bist, wie du draußen bist. Dann denkst du, oh, das ist ja eine ganze Menge. Ja, das passt schon über 11 Tage, aber irgendwo, wie gesagt, ihr habt es ja gestern auch so mitgekriegt, oder die letzten 2, 3 Tage, Puste ist weg. Die Puste ist einfach weg, das ist auch heute so. Ich weiß jetzt auch gar nicht, oh, Gegenzug, jetzt muss ich hier warten, was ich denn so am besten aufnehmen soll. Also das ist wirklich so. Deshalb sei auch diese ganzen Reality-TV-Shows oder diese Reality-TV, wie immer man dazu sagt, das ist ja alles nur Skript und Schauspieler. Es wirkt halt nur so, weil man das nicht professioneller aufnimmt oder ja, es ist schon eine professionelle Aufnahme, aber das eben halt anders umsetzt. Ne? Deshalb, ich könnte es nicht jeden Tag machen. Da bin ich eigentlich auch ein bisschen froh, dass ich jetzt erstmal so durchschnaufe und wieder ganz normal mein Zeugs mache. Nächste Woche dann ganz normal halt die Battletech Essentials, die gehen ja dann weiter am Mittwoch. Dann am Samstag möchte ich auf jeden Fall nochmal eine Laberecke machen, wahrscheinlich zu Battletech, weil dieser Rahmen, den ich gestern gebracht habe zu diesem Hörbuch, das gefiel mir nicht ganz. Wenn dann schon mal jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, dann möchte ich es auch gern in einem etwas besseren Rahmen haben als wie bei Ulrich allein zu Hause. Ne? Meine Meinung, wenn schon jemand, wie gesagt, auf einen zukommt, dann ordentlich. Das war gestern schon okay, war schon gut, aber es passte nicht ganz so in den Rahmen, fand ich. Ja, jetzt labere ich schon wieder sinnlos rum, ohne Ende. Ja, und eine Tour de Nature muss ich noch zusammenschneiden. Das weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt morgen oder übermorgen mal so in einer ruhigen Minute mache und dann noch einstelle. Weil ich habe doch ganz schön viele Naturvideos wieder zusammen. Okay, ja, das war eigentlich so die Sachen, die ich jetzt hier so mitgenommen habe. Es war interessant. War eine schöne Zeit. Vor allen Dingen durch dieses Ulrich allein zu Hause hat man eben halt die Langeweile ganz schön extrem bekämpft, weil man hat sich daher halt überlegt, was machst du heute? Wie machst du einen Ablauf? So, dann hast du alles fertig. Jetzt ja, schneiden, 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 rendern, rendern, rendern. Ach, das klappt ja immer noch nicht. Und schwupps, war es abends 21 Uhr, bist dann drüber ins Wohnzimmer und hast dir noch einen Film angeschaut. Komisch, ne? Also, das war ja richtig stressig, alter Schwede. okay. So, dann kann ich immer jetzt halt die nächsten Tage noch chillen. Auf jeden Fall, morgen kommt die Family wieder, Gott sei Dank. Ich danke euch, dass ihr hier bei mir zugeschaut habt, mehr oder weniger mich ertragen habt. Und wie gesagt, der Kanal läuft ja eh weiter. Und ob ich nochmal Ulrich allein zu Hause mache, weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich mal irgendwann mal am Wochenende wieder allein bin. Aber das ist eigentlich relativ selten, weil Familie ist Familie. Man schaltet zwar für sich ab. Also ich gehe dann halt raus oder mache was fürs Hobby oder gehe abends dann halt mal weg, also spielen, was zurzeit nicht geht, wo ich zurzeit auch keinen Bock drauf habe, ehrlich gesagt. Wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid. Wenn euch das mehr oder weniger gefallen hat, lasst ein Abo da, Daumen nach oben. Reden kann ich auch nicht mehr. Lasst ein Abo da. Abo da. Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Und man sieht sich dann wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao und bye, bye, sagt euer Ulrich Kirenski. Macht's gut, Leute.